Heute schaue ich mit dem GPS-Tracker in Goderschach vorbei, beim Hof Dilian und beim Kuhcoach Antonia. Eigentlich bei der Bayern. Servus, servus. Hallo. Fangst du? Hopp. Wow, ey. Hey, gefangen habe ich's, aber jetzt hast du dich verschaut, ich bin nicht die Antonia, ich bin der Rudi, ihr Mann. Meine Frau, die muss arbeiten. Der geht nicht so gut wie mir heute, ich hab frei. Fabi war ausgesucht, weil es ein gutes, gemütliches Kirli ist, weil es gut zu mögen ist und einfach zutraulich ist und eigentlich mein Lieblingskuh ist. Unser Trainingsgelände beginnt schon im Frühling, gehen wir auf die Wiesen aber rein, bis zur Geil und rund ums Haus rum und ab Anfang Juni geht es auf die Alm und dann geht es 3 Monate oder noch länger, jeden Tag in die frische Natur raus und da ist Bewegung und da ist frische Luft und das tut ja gut. Ja, der hat Chancen, weil der ist durchtrainiert wie ein Langstreckenläufer, der bewegt sich immer, der liegt nicht faul umeinander. Der ist gerne in der Natur und das taug ich. Die Kühe meiner Konkurrenten kenne ich nicht. Ah, wird schon die Farbe sportlicher sein. Glaubst du, dass ich gewinnen werde? Ja, bitte Gott, das ist ja kein Problem, der ist ja das gewohnt. Sie macht das nicht zum ersten Mal, sondern schon einige Jahre. Aufgeben wird man zum Schluss und vorher nicht. Aber schau mal, was rauskommt. Ich lasse mich überraschen. Fabi, hopp, 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 Kim, 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 du bockst das, Fabi, hopp, 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 jawohl!